Hey, nicht so wild. Ihr werft mich ja um. Ah, heute ist der große Tag, hä? Bin ich jetzt erwachsen? 10 Jahre ist noch nicht ganz erwachsen, aber das wird. Darf ich jetzt Auto fahren? Ich glaube, damit musst du noch ein bisschen warten. Ethan, kannst du mir helfen? Ich komme. Sie sind so aufgeregt seit heute Morgen. Ich konnte sie im Supermarkt kaum bändigen. Wie war dein Tag? Ist die Arbeit gut gelaufen? Oh, ich habe gar nicht gearbeitet. Nicht Kann wirklich. Ich dir helfen? Nein. Ich habe es irgendwie nicht richtig hingekriegt. Hoffentlich habe ich noch eine Eingebung. Nächsten Monat sollen die Pläne beim Kunden sein. Ich habe noch 1000 Sachen zu tun. Ich werde nie fertig, bis Jasons Freunde kommen. Tja, dann musst du dich mal ein bisschen beeilen, Frau. Hilfst du mir bitte? Die Dessertteller sind im Wohnzimmerschrank. Okay. Kein Problem, ich mach das schon. Wo ist denn der Wohnzimmerschrank? Ist der hier oben? Hier ist ein Schrank, aber hier sind wahrscheinlich keine Teller drin. Hey, Ethan. Ja, doch. Nerv mich doch nicht. Ach, hier. Im Wohnzimmerschrank, ja? Ja, sie haben sich seit... Die Tür klemmt immer. Du musst festziehen. Ach so. So, muss den Controller wieder hin und her schwingen. Das ist das Set von meiner Mutter. Oh mein Gott. Pass auf, okay? Keine Angst, ich will ja schließlich auf keinen Fall Ärger mit deiner Mutter kriegen. Bumm, kaputt. Hey, Ethan, du hast gesagt, du passt auf. Tut mir leid, ich pass besser auf. Zu schnell, sie sollten die Bewegung langsam mit dem rechten Stick ausführen. Ja, ganz langsam und sachte. Sonst wird das Schwiegermonster noch böse. Oh, das war auch wieder zu schnell. Naja, ist ja nichts kaputt gegangen. So, kann ich noch was machen? Er hat auch keine Gedanken, also gehe ich mal raus zu den Kindern. Ich wollte ja schon die ganze Zeit in den Garten. Oh, ich glaube, ich habe gerade die Tür zugemacht. Sehr gut geputzt. Das war's. Dann legen wir los. Hey, 5 Minuten, okay? Danach müssen wir essen. Eure Freunde kommen okay, bald. Okay, versprochen, Mama. Na, hier ist der Erste. Ich zuerst. Nein, ich zuerst. Langsam, Jungs. Ihr kommt beide dran. Drehen Sie den Kopf Ihres Charakters mit dem Stick. Ich zuerst. Nein, er hat Geburtstag, also. Okay, Jason, wir machen den Helikopter. War ein komischer Helikopter. Ich bin jetzt dran. Ich will auch mal. Okay, Sean. Mach dich bereit. Es geht los. Ach, jetzt muss ich wieder den Controller so bewegen. Voll cool gemacht eigentlich, dass man das so... Mal eine andere Steuerung auf jeden Fall. Bisschen ungewohnt noch, aber ich denke, da komme ich auch noch rein. Los, Dad! Zeig uns, ja, wie stark du bist! Zeig uns deine Muskeln! Okay, festhalten. Jetzt geht der Fight los. Jetzt bist du erledigt. Du wirst für alle deine Untaten büßen, Schurke. Gib auf, Schwächling. Er
nächstes Mal das Kind erschlagen. Schatz, ich hab das Kind getötet. Ich bin der Sieger. Ja. Sollten wir das Kind gewinnen lassen? Vielleicht. Ich hab noch ein paar Evil-Vibes von Detroit übrig. Naja, ich lasse das Kind auch mal gewinnen. Ich hab dich. Ja! 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 Essen ist fertig. Kommt ihr rein? Wir kommen! Oh, endlich Kuchen. Warum geht ihr denn da jetzt hoch? Was war denn jetzt mit der Steuerung? Ja doch, Sean, ich bin doch schon hier. Es gibt Essen. Ach, Sean. Wo ist denn Sean hin? Gedanken hat er jetzt. Doch. Warum ist Sean nicht am Tisch? Er ist sicher irgendwo im Haus. Okay. Gehen wir mal oben vielleicht gucken. Ach, hier ist er. Oh, der Vogel ist weg, oder? Nee, tot. Sean? Was ist? Das ist Merlin. Er ist tot. Er ist tot und das ist alles meine Schuld. Aber nein, Sean, es ist nicht deine Schuld. Außer du hast ihn getötet. Ich würde alles tun, damit er wieder lebendig wird. Weißt du schon, manchmal müssen Dinge halt leider einfach passieren. Auch wenn man es nicht möchte. Das ist unfair, Dad. So unfair. Ich weiß. Ich weiß. Und an die Szene kann ich mich, glaube ich, noch so ein ganz wenig erinnern von damals, als ich das selber mal gesehen habe. Ansonsten stellt sich der Vater ja echt süß an mit den Kindern. Was habe ich gesagt? Ach, da hinten läuft er. Hallo. Ich sehe ihn noch. Ich habe ihn noch im Blick. Gutes Kind, hört sehr gut. Jason. Das ist nervig, ne? Jason. Ich hab ihn noch im Blick. Ist dezent nur ein bisschen nervig. Oder bist du unser Kind? Ja. Renn doch nicht einfach weg. Jason, du darfst nicht einfach so weglaufen, weißt du? Hier drin sind zu viele Bitte, Leute. Bitte, Dad, kann ich einen haben? Ich hätte so gerne einen. Bitte, Dad, komm. Okay, wir kaufen einen Ballon. Hey, Großer, wie heißt du? Jason. Welchen Ballon möchtest du, Jason? Der rote. Bitteschön.
Das macht dann $2, Sir. Jason, warte. Warte auf deinen Dad. Es ist wirklich voll hier. Na toll, jetzt müssen wir noch Geld suchen und das Kind haut ab. Ah! Los, beeil dich. Oh, wo hat er denn sein blödes Geld? In der Arschtasche? Hinten? Na, endlich. Ah. Gut, er hat ja jetzt einen Ballon. Ne? Es ist unmöglich, Kind, ich... Ach, Kind. Frau, ich habe das Kind verloren. Wo ist Jason? Er war gerade noch da. Ich habe ihm einen Ballon gekauft. Und jetzt ist er weg. Einfach weg? Was meinst du mit weg? Du bleibst hier. Ich hole ihn. Bin sofort zurück. Da hinten ist er doch. Jason! Los, lauf. Jason! Na, da steht er doch, oder? Ist das unser Sohn? Wahrscheinlich nicht, Jason. Wenn er so blöd rumsteht. Hallo? Jason! Ist das anscheinend nicht unser Sohn? Jason! 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 Oh, da hinten. Lasst mich durch, ich bin Arzt. Jason! Jason! Boah, was ist denn hier los? Ist hier irgendwas gratis? Boah. Wo kommen denn die ganzen Leute her? Scheiße, wo ist er hin? Nein. Scheiße, jetzt haben wir aus Frauen verloren. Nein. Wo geht er hin? Scheiße, ich drehe mich im Kreis hier. Da. Oh Gott. Das ist ja Paranoia hier. Nee, das ist nicht unser Sohn. Well, ich glaube, wir sind gefickt. Oh, lasst mich doch. Das ist so furchtbar. Verkaufsoffener Sonntag hier, ey. Das ist furchtbar. Doch mal hier alle aus dem Weg. Ah. Er ist doch gerade über die Straße gelaufen. Yeah.